Ja, schönen Nachmittag an alle. Danke fürs Kommen. Ja, also ich glaube, wir haben alle einen Grund, warum wir hier sind, warum wir heute an dem Vortrag teilnehmen. Und das ist ein sehr wichtiger Grund. Das sind unsere Kinder. Also vielen Dank fürs sich Gedanken machen, wie man den Kindern den Frieden beibringen kann. Für diese Erziehung für den Frieden, das ist ja etwas davon in der Montessori-Erziehung, in der Montessori-Pädagogik so oft die Rede ist. Ja, also wie schon in der Einladung ein bisschen beschrieben, werde ich Ihnen deswegen ein bisschen über die Grundlagen der Montessori-Pädagogik erzählen. Und ein bisschen speziell über die Erziehung für den Frieden und die Familie als Basis für den Weltfrieden. Ja, also als erste Grundlage, was am allerwichtigsten ist in der Montessori-Pädagogik, ist die Liebe und Respekt, natürlich. Dass man das Kind als Persönlichkeit annimmt und Achtung davor hat und ihm als eigenständiges Wesen zutraut, dass es sich selbst entwickeln kann, dass es sich aus eigener Kraft und nach einem inneren Plan entwickeln kann. Jedes Kind strebt Selbstständigkeit an, wie man weiß, beim Schuhebinden, beim Töpfchentraining oder auch Sachen wie, dass sie eigenständig kochen. Besonders jüngere Kinder wollen immer wie die Großen. Und Kinder, die selbst tätig sein können, das heißt Liebe und Respekt erfahren, können das Selbstvertrauen entwickeln, eigenständige Persönlichkeiten zu werden. Und ein Mensch, der gelernt hat, sich selbst zu achten und seinen Selbstwert kennt, wird zu einer Person, die auch anderen diesen Selbstwert und diese Wertschätzung entgegenbringen kann. Zu anderen Menschen und auch zu seiner ganzen Umgebung, zu der Natur, zu den Tieren. Und das ist der erste und wichtigste Punkt von den Grundlagen von der Montessori-Pädagogik, Liebe und Respekt. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die vorbereitete Umgebung. Vorbereitete Umgebung bedeutet, dass man die Umgebung als Lebensraum für das Kind vorbereitet und das Kind sich eigenständig bewegen kann und seinen momentanen Bedürfnissen entsprechend agieren kann. Das bedeutet für ein junges Kind zum Beispiel, dass es ein Waschbecken in seiner Höhe hat. Da sieht man zum Beispiel so einen typischen Montessori-Waschtisch, der in der Höhe von einem ein- bis zweijährigen Kind ist, wo das Kind sich selber die im Spiegel sehen kann, ohne dass es umständlich auf einen riesen Hocker treten muss oder vom Erwachsenen immer angeleitet werden muss. Oder auch in der Küche, dass es dort selber in seiner Höhe seinen eigenen Teller und sein eigenes Besteck bereit hat. Das zählt auch zu der vorbereiteten Umgebung. Hier sieht man auch die Sachen für die Pflege des Haushalts, die ein Kind dann gleich vom Elternteil imitieren kann, wenn es seinen Bedürfnissen entspricht. Auch das sogenannte Montessori-Material, das Maria Montessori entwickelt hat, bietet viele, ja, es ist danach ausgerichtet, dass das Kind auch selbstständig, eigenständig damit arbeiten kann. Es hat oft eine sogenannte Selbstkontrolle, wo das Kind ohne einen Erwachsenen zu fragen gleich sehen kann, hat es das richtig gemacht oder hat es das falsch gemacht. Dazu möchte ich eines herzeigen. Ein Montessori-Material, das sind diese hier, die sogenannten Druckzylinder.
Es funktioniert wie ein Memory. Also man drückt darauf. Und es gibt nach einer bestimmten Stärke nach. Da sieht man die Eigenkontrolle, dass zuerst einmal, das ist das eine Paar, das ist das andere Paar. Und unten haben Sie immer eine bestimmte Farbe. Man merkt, dass die, die ich gerade gedrückt habe, waren zum Beispiel nicht die richtigen Paare. Und das kann das Kind selber sehen. Auch das schon sehr junge Kind kann das dann eigenständig spielen, ohne einen Erwachsenen. Ja, und auch diese vorbereitete Umgebung wird dann regelmäßig erneuert und angepasst, je nach dem Entwicklungsstand des Kindes und seinen Interessen. Und das ist schon gleich der nächste Punkt. Ein sehr wichtiger Punkt in der Montessori-Pädagogik sind die sogenannten sensiblen Phasen. Das bedeutet, dass das bestimmte Perioden sind, in denen das Kind eine besondere Offenheit hat für bestimmte Lerninhalte. In dieser Zeit kann es seine volle Aufmerksamkeit auf diese Lerninhalte zeigen. Zum Beispiel im Fall, dass das Kind gerade besonders in der sensiblen Phase für Lesen und Schreiben ist. Also zeigt es in derzeit seine volle Aufmerksamkeit darauf. Es ist von innen aus motiviert und zeigt solche Freude daran und Ausdauer, weil es das für jetzt gerade braucht, für diese Periode. Und kein Kind hat sie zur selben Phase, zur selben Zeitpunkt und kein Kind hat genau die gleichen Stärken. Genau das meint Montessori damit, mit diesen sensiblen Phasen. Deswegen ist es nach Montessori zum Beispiel nicht wichtig, ob das Kind jetzt mit 4 Jahren lesen und schreiben lernt, wenn es da die sensible Phase dafür hat, oder mit 8 Jahren, weil es so viel wichtiger ist, dass es diese eigene Motivation zeigt, diese Freude am Lernen, als dass es genau zu dem Zeitpunkt gleich wie nach unserem Bildungssystem alle lernen mit 6 Jahren nach der gleichen Art und Weise. Nach Montessori ist das individuell auf das Kind angepasst. Und ich selber habe das auch oft erlebt bei einem Hort, wo ich gearbeitet habe. Das war ein Montessori-Hort, das heißt für Volksschulkinder. Und da habe ich nach der Schule auf die Kinder aufgepasst und ein Kind hat gesagt, okay, ich möchte jetzt noch ein bisschen rechnen üben. Und da war die vorbereitete Umgebung, das hat sich immer, hat da verschiedene Rechnungen schon vorbereitet gehabt, hat sich runternehmen dürfen. Und das war halt etwas, das hat mich sehr überrascht, weil das kennt man, glaube ich, nicht so oft oder man sieht es nicht so oft in dem regulären Unterricht, dass ein Kind selbst motiviert ist zu lernen. Aber als ein Kind in einer Montessori-Schule lernt man das oft. Oft. Nicht immer. Ja, die Sache bei den sensiblen Phasen ist auch, dass wenn man die verpasst, dann braucht es eine große Anstrengung und einen großen Willen für das Kind, das später zu erlernen. Angenommen, das Kind ist schon so motiviert, mit 4 Jahren Schreiben und Lesen zu lernen, aber man sagt, okay, besser nicht, weil sonst wird es dann langweilig in der Schule. Ist ja oft leider so der Fall. Das ist halt schwierig, was man in dem Fall macht. Aber dann ist es in der Schulzeit vermutlich viel schwieriger, viel anstrengender für das Kind. Braucht viel mehr eigenen Willen, um das dann nachzulernen, obwohl es ihn früher so interessiert hätte. Ja, der dritte wichtige Punkt bei den Grundlagen sind die Regeln und die Grenzen. Weil jedes Kind hat das Recht, in entspannter und angstfreier Umgebung zu lernen. Deswegen gibt es wenige Regeln, aber die sind sehr klar formuliert. Und sie dienen der Sicherheit. Die erste Regel ist,
achte auf dich. Das ist gerade, wie ich vorhin erwähnt habe, zum Beispiel für jüngere Kinder, dieser Waschtisch, dieses Waschbecken in der Höhe von den jüngeren Kindern, wo sie sich schon selbst um sich kümmern können. Oder auch für ältere Kinder, die vielleicht manchmal eine Auszeit brauchen, dass man sie darauf hinweist, du hast da diesen Ort, wo du runterkommen kannst. Der zweite wichtige Punkt ist, achte auf andere. Das heißt, dass man andere Kinder oder Erwachsene nicht unterbricht, sie nicht stört. In den Kindergärten nach Montessori haben die Kinder dabei oft einen kleinen Teppich. Das heißt, wenn sie an etwas arbeiten möchten, an einer bestimmten Montessori-Arbeit, ein Montessori-Spiel, dann nehmen sie sich das vom Regal und nehmen ihnen auch noch einen Teppich und geben das Spiel auf den Teppich. Und kein anderes Kind darf diesen Teppich berühren, außer das Kind ladet es ein. Aber das gilt so als visuelle Abgrenzung für das Kind. Okay, hier ist die Grenze, hier darf ich nicht unterbrechen und nicht stören. Auch ein Erwachsener nicht, übrigens. Oft hat man die Tendenz dazu, okay, das Kind spielt nur, aber man sagt ihm trotzdem, schau, das geht so und so und so. Schau, wir gehen jetzt essen. Oder magst du danach das spielen und das? Sind oft kleine Sachen, die dem Kind schon die Konzentration nehmen. Und wo man gerade auch als Erwachsener darauf schaut, dass man Vorbildwirkung hat den anderen Kindern gegenüber und genau diesem Kind gegenüber. Der dritte, letzte und wichtige Punkt zu den Regeln und Grenzen ist, achte auf deine Umgebung. Das bedeutet, den Haushalt und die Natur, die Tiere, dass man den Kindern auch schon beibringt, wie gieße ich richtig eine Pflanze, wie gehe ich richtig mit einem Hund um, wie bewege ich mich am besten auf der Straße, dass ich keinen Müll wegschmeiße zum Beispiel auf der Straße. Und das ist auch schon der Übergang zur Erziehung für den Frieden. Dieser Frieden ist sehr grundlegend in der Montessori-Pädagogik. Maria Montessori erlebte ja selbst den Schrecken von zwei Weltkriegen in ihrem Leben. Also musste sie sich damit befassen. Sie setzte den Fokus darauf, nicht auf das Problem selbst, das heißt auf die Atombomben, auf die Technologie damals, aber was zu dem Problem führt. Sie wusste, dass man zum Anfang gehen muss. Das bedeutet, zu den Kindern. Von Anfang an kann man Kinder dazu erziehen, mit anderen zu kollaborieren und zu akzeptieren, andere als gleichwertig wertzuschätzen und auch lernen, dass materielle Dinge einen nicht definieren. Wie kann man also diesen Frieden in der Familie etablieren? Wir wissen, niemand kommt ohne Konflikte aus. Und Konflikten auszuweichen ist auch eher kontraproduktiv für die Friedenserziehung. Ich werde gleich erklären, warum. Es geht darum, dass wir produktive Konflikte haben, die Sinn machen, uns geistig wachsen lassen, wie Vater Mond sagt, also aus dem wir lernen. Dazu muss uns bewusst sein, dass das Alter und der Entwicklungsstand vom Kind eine große Rolle spielt. Von 0 bis 6 Jahren ist das Alter, wo die sensible Phase für Sprache ist. Also wenn wir uns erinnern, die Phase, wo es das am schnellsten lernt. Wir wissen, Kinder mit einem Jahr lernen unglaublich schnell zu reden. Und zwischen 0 und 6 geht diese sensible Phase weiter ungefähr.
In der Friedenserziehung, Entschuldigung, bedeutet das, dass Sie in dieser Zeit die richtigen Wörter lernen sollten und zu lernen sollten, zu artikulieren, Ihre eigenen Gefühle mitzuteilen. Bei einem Streit ist es ja oft so, dass man als Erwachsener als Erster sagt, sag Entschuldigung. Ich habe die Erfahrung persönlich gemacht, dass wenn das Kind Entschuldigung sagt, es dringt nicht wirklich in es ein, es versteht nicht, warum soll ich Entschuldigung sagen, und es fühlt es auch nicht. Deswegen ist dann meistens dasselbe Kind nach 5 Minuten wieder mit dem anderen Kind im Streit. Dem Kind sollte zuerst bewusst werden, was habe ich getan und warum habe ich es getan. Und da ist die Rolle des Erwachsenen, ihm die Worte zu geben. Und besonders bei jüngeren Kindern muss einem die Vorbildrolle bewusst sein. Das heißt, ich habe schon absichtlich gesagt von 0 bis 6 Jahren. Weil selbst einem Baby muss man erklären, wenn man es zum Beispiel ablegen muss, um den älteren Bruder zu helfen, aufs Töpfchen zu gehen. Sagt man dem Baby, ich habe dich abgelegt, um dem Bruder zu helfen, aufs Töpfchen zu gehen. Und das ärgert dich, wenn es halt schreit daneben, das Baby. Ich höre dich, ich bin für dich da, sobald wir fertig sind. Auch das ganze Vorbild der Umgebung ist sehr wichtig. In dem Sinne zum Beispiel der Fernseher. Was sehen die Kinder im Fernsehen? Etwas, was ich zum Beispiel im Kindergarten erlebt habe, ist, dass ein Kind ein Schimpfwort gesagt hat zu einem anderen im Streit. Und ich habe mit dem Kind geredet, warum hast du das gesagt? Ah, der hat da in der Fernsehserie das auch gesagt. Und wir haben gemeinsam mit dem anderen Kind auch geredet, nicht alles, was man im Fernsehen sieht, ist gut, nicht alles, was man hört, ist gut. Das Lustige war nur, dass das Kind dann geantwortet hat, in der einen Fernsehserie, da haben sie auch was gesagt, was nicht richtig ist. Da haben sie gesagt, Pfannkuchen, dabei heißt das ja Palatschinke. Also, das nur als kleine Anekdote. Und als Zeitanekdote fällt mir noch etwas ein, da hat ein Kind auch zu einem anderen gesagt, halt die Klappe. Und wir haben halt geredet, wie könntest du das zum Beispiel freundlich sagen? Fallen dir Worte ein, um das freundlich zu sagen? Und das Kind sagt, bitte halt die Klappe. Aber im vollen Ernst auch, also es hat es versucht. Ja, in der Phase zwischen 0 und 6, eigentlich 0 bis 5 Jahren, sind ja auch diese berühmten Zornausbrüche, die sogenannte Trotzphase, häufiger, die einen oft so fern von dem Frieden fühlen können als Elternteil und wo es oft so schwer sein kann, diesen Frieden zu bewahren in sich selbst, nicht die Geduld zu verlieren. Dazu müssen wir verstehen, dass das Kind wirklich eine schwere Zeit durchmacht. Es ist nicht nur für uns schwer, aber es ist besonders schwierig für das Kind. Es ist eine Phase, wo es schreit und als Hilferuf an uns, weil es selber noch nicht die Worte hat. Dazu können wir ihm helfen, indem wir als Beispiele benennen, was passiert ist. Du wolltest gerne länger im Park spielen. Du bist enttäuscht, dass wir jetzt schon gehen müssen, zum Beispiel. Dann können wir ihm die Wahl geben. Möchtest du nach Hause gehen oder möchtest du im Kinderwagen fahren? Vielen Kindern hilft es auch, wenn wir seine Hände halten, uns hinhocken. Und besonders wichtig ist dieser Augenkontakt, dass das Kind sich gehört fühlt.
Meiner einjährigen Tochter hilft es immer, wenn ich sie umarme, zum Beispiel in solchen Situationen. Andere Kinder brauchen es, dass sie diesen Frust produktiv rauslassen, mit einem Polster zum Beispiel, dass man dem Kind sagt, ich kann dich nicht deinen Bruder schlagen lassen, aber du kannst diesen Polster hauen, so fest du kannst. Also selber diese Ruhe zu bewahren, ist in solchen Momenten so wichtig. Aber es braucht schon seine Übung, wie wir wissen. Auch besonders für jüngere Kinder die Routine des täglichen Lebens einzubehalten, ist ganz wichtig, dass sie wissen, das passiert als nächstes. Und falls es sich ändert, dass man, wenn möglich, nicht immer ist es möglich, das Kind darauf vorbereitet. Im Fall eines Besuches zum Beispiel, da weiß man normal, dass jemand zu Besuch kommt. Man sagt dem Kind halt eine Stunde vorher, je nachdem, wie alt das Kind ist, man sagt es halt einen Tag vorher, da kommt der und der zu Besuch, damit es nicht genau in dem Moment, wenn der Besuch dann da ist, überwältigt wird von den Gefühlen und dann damit nicht umgehen kann und einen Zornausbruch bekommt. Ja, das war das Alter zwischen 0 und 6 Jahren. Zwischen 6 und 12 hat das Kind schon einen Typen durchgemacht und es fängt an, seinen Gerechtigkeitssinn zu entwickeln. Es wird schon verstehen oder langsam begreifen, was ist gerecht und was ist ungerecht, was ist richtig, was ist falsch. In dem Fall ist man nach Montessori eher im Hintergrund bei einem Streit. Man lässt die Kinder die vorher gelernten Wörter benutzen, damit sie selber ihre Konflikte lösen können. Es ist ja wie so vieles oft eine Sache der Übung, wodurch sie das lernen können. Natürlich ist man im Hintergrund und schaut, dass das nicht eskaliert. Aber man gibt den Kindern die Möglichkeit zur Problemlösung, sich selber zu finden und selber zu praktizieren, was man früher gelernt hat. Wie schon gesagt, ist es nicht produktiv, Konflikte zu umgehen. Natürlich sollte man sie auch nicht provozieren. Das heißt, wenn man als Weihnachtsgeschenk jetzt einem Kind eine riesen Lego-Burg schenkt und seinem Bruder ein Glas Apfelmus, dann wird das vermutlich eher zu Konflikt führen. Außer es sind gerade die Interessen. Das kann sein, dass das jüngere Kind auch zum Beispiel ein Jahr alt ist und gerade begeistert ist von Apfelmus. Aber im Normalfall, dass man als Erwachsener auch schaut, dass man Konflikte nicht provoziert. Ja, eine sehr nette Tradition in der Montessori-Pädagogik ist auch ein Friedenstisch. Das ist ein Beispiel für einen sogenannten Friedenstisch. Das ist eine spezielle Ecke oder ein spezieller Tisch im Raum, was ein ruhiger Ort ist und wo verschiedene Sachen oben stehen zum Meditieren, zum Reflektieren, also Bücher, etwas zum Zeichnen vielleicht, zum Yoga machen, ein Zen-Garten, Kerzen, schöne Steine, wie man das sieht. Also man kann das mit dem Kind gemeinsam gestalten, mit Gegenständen, die das Kind beruhigen, mit denen es zur Ruhe kommt. Oft braucht man bei jüngeren Kindern einen speziellen Gegenstand noch darauf, wenn man zu zweit hingeht, mit zwei Kindern, dass das Kind diesen Gegenstand in die Hand nimmt, wenn es redet, und dann dem anderen Kind gibt. Nur das Kind, das diesen Gegenstand in der Hand hält, darf reden. So ist das normalerweise geregelt in den Montessori-Kindergärten.
Dabei muss man auch bedenken, dass das Kind immer die Wahl hat, hinzugehen. Man sagt nicht, geh jetzt in die Friedensecke, wenn ihr gestritten habt. Aber man gibt ihm immer die Wahl, möchtest du zum Friedenstisch gehen oder zur Friedensecke? Normalerweise nehmen das die Kinder nach einiger Zeit schon selber gut an, dass sie selber in diese Friedensecke gehen, zu diesem Friedenstisch, um halt zur Ruhe zu kommen. Und danach kann man noch immer mit den Kindern gemeinsam viel ruhiger darüber reden, was wirklich passiert ist. Zu Streit, besonders unter Geschwistern, möchte ich noch zwei Bücher empfehlen. Das eine ist Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenby. Und das andere ist Siblings Without Rivalry, also Geschwister ohne Rivalität von Andele Faber. Aus dem Buch werde ich vier Punkte, vier Beispiele zitieren, die man probieren kann im Falle eines Streites, auf seine eigenen Kinder anpassen kann. Das funktioniert. Der erste Punkt ist, dass man selber die Gefühle annimmt. Sehr wichtig, dass man sie wertfrei annimmt und den Kindern mitteilt. Wenn das Kind jetzt kommt und sagt, Max rülpst absichtlich, und man sagt dem Kind, du glaubst, sie will dich damit ärgern. Er will dich damit ärgern. Oder das Kind kommt, du kümmerst dich nur ums Baby. Dass man dem Kind sagt, du magst nicht, dass ich so viel Zeit mit dir verbringe. Dadurch gibt man halt dem Kind die Worte, seine eigenen Gefühle mitzuteilen und es selber zu verstehen, was passiert mit einem selber. Ein zweiter Punkt von dem Buch ist, dass man die Wünsche in der Fantasie erfüllt. Wenn das Kind kommt und sagt, er hat mein Auto genommen, dass man ihm sagt, das kann nervig sein. Du wünschst dir, dass er sich mit dir abspricht, bevor er dein Auto nimmt. So gibt man ihm gleich auch ein bisschen eine Lösungsmöglichkeit. Da muss man natürlich, muss einem bewusst sein, dass es eine Möglichkeit ist. Es ist nicht so, dass man dann enttäuscht sein sollte, wenn es das Kind nicht tut. Es gilt als Vorschlag. Der dritte Punkt ist, dass man negative Gefühle auf eine kreative Art und Weise abreagieren lässt. Wie schon gesagt, mit einem Polster oder dass das Kind ein Bild malt, wo es dem anderen Kind zeigen kann, wie es sich fühlt. Der vierte und letzte Punkt aus dem Buch ist, statt das Kind anzugreifen, ihm zu sagen, wie man die negativen Gefühle ausdrücken oder ihm zumindest zu sagen, dass er es ausdrücken könnte. Also wenn sich die Kinder schlagen, dass man ihnen sagt, hört mal, wir haben hier Regeln, wir haben die Regeln, dass wir uns nicht hauen. Versucht doch einmal mit Worten zu sagen, was ihr gerade braucht. Wie gesagt, als Vorschlag gilt das. Und das Kind kann es sich noch immer später überlegen, was es mit diesen Gefühlen tut und was nicht, wie es damit umgeht. Die Kinder, wissen wir ja, müssen diesen Frieden zuerst in sich selbst finden. Dazu gibt es Sachen wie den Friedenstisch und uns selber als Vorbilder. Wir wissen, dass Familien den Basis für den Weltfrieden darstellen. Denn was das Kind nicht lernt, kann es in der Familie nicht anwenden. Was die Familien nicht lernen, kann man im Land nicht anwenden und im Land kann man es nicht auf der Welt anwenden.
Also ist eines der wichtigsten Sachen in der Familie, dass sich die Familienmitglieder mit Respekt behandeln. Das heißt, die Eltern zu den Kindern, die Kinder zu den Eltern und unter den Geschwistern. Auch zu den Großeltern, wenn mehrere Generationen unter einem Dach leben, ist etwas, was sehr produktiv sein kann für den Frieden, für das, damit die Kinder lernen, wie man mit verschiedenen Generationen umgeht und den Respekt lernen und die Liebe. Als Vorbild ist man natürlich dazu verpflichtet, diese Werte, die man dem Kind weitergeben will, selbst zu leben. Das heißt, selbst als Mensch unterschiedliche Hautfarbe als Freunde zu haben, ausländische Speisen zu essen, den Armen zu helfen, dass man diese Werte täglich lebt und dass die Kinder auch mit diesen Werten, mit diesen anders denkenden, anders lebenden Menschen in Kontakt kommen, dass es für sie als normal angesehen wird. Ein Mann namens Peter Koch hat einmal gesagt, man kann nur etwas lieben, was man kennt. Was, glaube ich, sehr weise war und sehr richtig. In dem Sinne möchte ich ein paar Bücher empfehlen, die ich hier habe, für verschiedene Alter. Das sind alles Bücher für Kinder. Das eine ist das hier. Es heißt Hallo Baby, wohnst du jetzt auch hier? Das ist für sehr junge Kinder, vielleicht bis 3 Jahre, 2, 3 Jahre. Dann für ein bisschen ältere, also 2 bis 6 Jahre alte Kinder, ist dieses Buch hier, wo zum Beispiel ein Streit auf sehr nette Art und Weise gelöst wird, dass die beiden am Schluss wieder gute Freunde sind. Das ist Pip und Posi, der tolle Roller. Also von 2 bis 6 Jahren ungefähr. Ein Klassiker, den viele sicher kennen, ist Die Gaggis von Mira Lobe, wo auf sehr kindlichem Niveau die Rassenschwierigkeiten eigentlich besprochen werden. Also dass Vorurteile eigentlich nicht immer stimmen, nur wenn jemand anders ist, dass man dann automatisch komisch ist oder sogar gefährlich. Also ein sehr gutes Buch ab 5 Jahren, 5 bis 8 Jahren würde ich sagen. Die Gaggis. Die anderen 2 Bücher, die ich habe, sind eher für Volksschulkinder. Das ist das hier, das sind Sachbücher. Kinder aus aller Welt, wo richtige Kinder ihre, in dem Fall zum Beispiel auch afrikanische Kinder, ihre Hobbys beschrieben haben, was sie normalerweise machen untertags, was ihre Lieblingstiere sind und wo einem wirklich als Kind schon diese ganzen Unterschiede bewusst werden können. Hier mit Kindern aus verschiedenen Ländern. Und hier noch ein Buch mit den verschiedenen Religionen. Das heißt, die Weltreligionen Kindern erklärt. Das ist natürlich ein sehr dickes Buch, das hier. Aber es ist auch mit richtigen Fällen, wo sie dann selber ihren Glauben beschreiben. Zum Beispiel. Und
Ja, man auch als Erwachsener sicher neue Sachen finden kann. So, immer mit Bildern. Aber halt eher für die Volksschulkinder. Ja, zum Abschluss möchte ich vor der Diskussion noch zwei Zitate wiedergeben. Das eine ist von Mutter Teresa. Das geht so: Frieden beginnt zu Hause und in unserem eigenen Herzen. Denn wie können wir Frieden in die Welt bringen, wenn wir keinen Frieden in uns haben? Und das zweite Zitat ist von Maria Montessori. Es steht auf ihrem Grabstein auch noch: Ich bitte die lieben Kinder, die alles können, mit mir zusammen für den Aufbau des Friedens zwischen den Menschen und in der Welt zu arbeiten. Also, in diesem Sinne, lasst uns als Eltern und Großeltern an diesem Frieden arbeiten. Danke für eure Aufmerksamkeit.